Dein Thermomix-Varoma kann so einiges mehr. Egal ob Schnuller, Babyfläschchen, Marmeladengläschen, du kannst sie super sterilisieren im Thermomix. 15 Minuten Varoma Stufe 2 und fertig. Zusätzlich kannst du dein Varoma zu einer Salatschleuder umfunktionieren. Einfach frisch gewaschenen Salat in den Varoma geben, Deckel drauf und kräftig schütteln. So brauchst du kein zusätzliches Zubehör und hast frisch geschleuderten Salat. Hefeteig liebt übrigens Feuchtigkeit, daher klappt das so gut im Varoma, den Hefeteig zum Gehen zu bringen. Hierzu aber vorab den Varoma mit Öl einpindeln, damit der Teig nicht klebt. Dann einfach den Teigling in den Varoma legen, 500 Milliliter Wasser in den Mixtopf geben, den Varoma bitte mit dem Deckel verschließen und fermentieren, eine Stunde 60 Grad aktivieren oder manuell eine Stunde 60 Grad Stufe 2. Und wir haben den perfekten Teig. Als Sieb eignet er sich übrigens auch genial, egal ob Obst oder Nudeln, es klappt super.